Ja, dann band man eh ein. Gut. Ich muss mal erstmal wieder reinkommen, was wir hier alles gemacht haben am Tun. Genau, Demi. Dann bis Freitag, ne? Und schön, dass du da warst, ne? Gut. Warte mal. Wieso ist das so? Man eigentlich automatisch machen, ne? So. Genau. Also ich, wie gesagt, ich muss halt auch. Warte mal, wer ist eigentlich Demi nochmal? Upsi, Entschuldigung. Das ist einer aus meiner alten Klasse. Also der war mit mir an der Holzbildhauerschule. Genau. Hat mit mir zusammen den Gesellen gemacht. Dann habe ich den Meister gemacht und der ist auf die Kunstakademie in München gegangen. Taugt ihn anscheinend auch sehr. Also ist auch eher sein Metier, sage ich mal. Also mir hat es ja da überhaupt nicht getaugt. Das Schwert wurde gezogen. Aber ja. Also er macht ja auch richtig, richtig coole Sachen da. Also muss man schon sagen. So. Ach, Sarah. Der Dimir hat übrigens gesagt, man kann bei Valhalla auch einen Wolf reiten. Voll geil, also statt ein Pferd. Ja, ist schon ein bisschen nice. So. Ach genau, hier ist auch noch was. Ah, okay. Alles klar. Schön, schön. Na dann, das spielen wir mal. Also unter 80%, dann spiele ich das immer selber. Ich freue mich so auf meine Emojis. Also wenn die Mehrwert macht. Oh, das wird so cool. So, also hier ist ein Tor, da ist ein Tor. Glaube ich. Ja, nee. Ich habe schon überlegt, ob ich hier angreife, weil hier sind nur drei Türme. Aber hier ist gleich das Mittelschiff quasi. Oh. Ich kann mich an die Stadt erinnern. Da habe ich mega viel verloren gegen Jake. Also da haben wir Seleukiden gegen Sparta gespielt. Und er war Verteidiger in so einer Stadt. Und er hat sich halt hier oben eingebunkert. Und dann musste ich erst die ganzen an den ganzen Türmen vorbei. Und dann hier nochmal die Türme. Das hat richtig viel getan. So. Die Frage ist, wo man da am besten angreift. Also da würde ich echt nicht, ich greife hier an. Zum Beispiel wie Rake sagt, dass ihn das Thema nicht juckt und eine Nachricht später kam, habe ich schon erwähnt, wie nice Valhalla ist. Ja. Okay, hier der Turm. Hier der Turm. Und hier die Leiter. Gut, dann hier die da. Und hier die da. So. Let's go. So.
Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Nummer 4. Nummer 5W. Nummer 6. Gut. Let's go. So, das sind Speerträger, sind natürlich nicht ganz so nice. Ja. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich, weil die stehen eigentlich vor der Reichweite von dem Turm, aber offensichtlich werden die trotzdem beschossen. Gut, jetzt ist der Turm beschäftigt. Jetzt können wir ein bisschen näher kommen. Vielleicht noch mal ein bisschen leiser. Wichtig ist, der Sound ja eh nicht. So. Also, ja. Ja. Es reicht völlig aus, sobald man Wölfe im Spiel hat, man dann das ganze Spiel mag. wohin schießen die eigentlich? Ihr wisst schon, dass der Turm keinen Schaden bekommt durch Pfeile. Ich gehe mal noch ein bisschen näher. Feuerschaden wird echt langsam kritisch. Aber ich glaube, der schafft es noch. Ah, krass. Die haben es gerade so geschafft. Gerade so. Oh, nee. Die müssen ganz schnell da raus. Ganz schnell. Schneller. Er wird explodieren. Die schicke ich dann hier hin. So, bitte hier runter und dann in die Phalanx. Das wäre ganz nice. Okay, die haben 20 Leute verloren. Das ist ganz in Ordnung. Also, das ist schon in Ordnung. Okay. Also, die da staffen jetzt hoch. Die können gleich hier runter. Die können auch gleich hier runter. Die kommen hier hin. Die greifen hier an. Die greifen da an. Alter, die Kavallerie ist halt richtig heftig. Wir haben die Tore eingenommen. Das ist schon mal gut. Geht mal raus. Ich hole mal die Bogenschützen hier auf die Zinnen. Dann können die besser schießen. Wir haben die Tore eingenommen. Ich erwarte eure Befehle. So, was macht ihr denn da? Ah, ihr seid da. Okay.
So, okay. Da haben wir es gleich. Ja, das ist natürlich jetzt unpraktisch, dass die hier hochgekommen sind. Aber egal. So, bitte hier alle angreifen, alle angreifen, angreifen. Ruhig bitte da hoch. Runter, runter, runter. Ach. Warte mal, was, wieso sind die hier unten? Wir haben die Tore eingenommen. Okay. So, ja, sein General ist halt hier und das ist schon echt krass nervig. Also die Stadt hier ist halt richtig madig zum Einnehmen, zum Erobern. So. Entschuldigung. Mein Face ist nicht da. Jo. So, jetzt geh mal ein bisschen schneller hier. Okay, ihr beiden. Geht mal ganz schnell hier hin. Und wie ist dahin? Oh, nee. Hier ist ja auch noch einer. So. Hier die in der. Das Flackern hier. Sehr schön. So, okay. Auf den kommen auch alle hier hoch. Unser General wird angegriffen. Das können wir jetzt eigentlich vorspulen. Wobei können wir eigentlich nicht, weil irgendwo, so er hat ja noch Verstärkung bekommen. So. Gut, gut. Na genau, da ist der Dude. Da ist der Dude. So, bitte hier hin. Und hier. Alter, von da hinten schießen die, ne? Und da schießt auch noch ein Junge. Nee, nee, das überzeugt mich nicht. Nee, nee. Ich bin auch sehr gespannt auf die Schadenszahlen. Also ob der also wie viel Schaden seine Einheiten gemacht haben und wie viel Schaden die Türme gemacht haben. Weil die Türme sind schon nicht schlecht. Wir haben einen Turm eingenommen. Okay, der gehört jetzt mir, das ist schon mal gut. Dann gehen wir da vor. So, bitte auch in Phalanx rein. Hier auch in Phalanx rein.
Ihr kommt auch mal hier hin. Gut, also den Turm erobern wir, auch. Ihr kann halt das Tor hinschießen, das ist halt ein bisschen negativ. So. Okay. Das war's dann. Wir haben einen Turm eingenommen. Der ist auch fast tot. Einfach nur, weil er da war. Der hat halt nicht gekämpft und gar nichts gemacht. Hier ist es ganz gut, dass er hinter dem Turm stehen kann. So. Gut. Turm eingenommen, das ist sehr gut. Ihr bleibt mal hier stehen. Geht jetzt mal ganz, ganz schnell da. Ups. Ach, Entschuldigung. Ganz, ganz schnell mal dahin. Damit wir den Turm auch einnehmen. So. Ach, das ist mein General. Knapper Sieg, ja, naja. Verluste 1200 und der hat 300 getötet von mir. Ja, also 900 haben die Türme getötet, also ja, ist schon eine krasse, ist eine sehr krasse Stadt hier. Kann man sich auch wirklich merken, für Verteidigung und so, dass hier halt wirklich eine gute Verteidigungsanlage ist. Genau. Niedlichkeit ist immer gut. Oh Gott. Niedlichkeit ist immer gut. So, hier kommt eine Fullstack-Armee, das mag ich nicht so sehr. Dann würde ich hier versuchen, hier runter zu gehen und von oben kommt ja meine zweite Armee. Spartas Furz. Was ist los mit mir? Entschuldigung. Okay, dann staffe ich mal hier hin und sehe, dass er hier einiges an Zeug hat. Ich gehe mal wieder. Falls er mich bedrängen will. Der hat echt nur blöde Söldner hier. Ja, da brauche ich ein bisschen mehr als nur eine kleine Armee. Okay, da habe ich 14. Ah, genau, und hier habe ich 6, okay. Gut, dann habe ich da schon wieder eine Fullstack-Armee, das ist super gut. Okay. Du bist hier und du bist da. So. Das ist, glaube ich, auch eine ziemlich die Streiter der Nike. Nee. Dann schlimmster Albtraum. Nee, das ist zu lang. Nightmare.
An sich ist das so ungefähr die beste Aufstellung, die man haben kann. Ein königliches Spartaner, zwei Helden Spartas und ein bisschen übertrieben mit kretische Bogenschützen. Da muss die Armee kommen, die diese Leute besiegen können. Die will ich sehen. Oh, du machst mal hier den da. Was ist das denn? Das ist ein Bug, oder? Gut, also. Nenn mal eine Armee. Du musst zum Arzt. Okay. Die nächste Machis. Ich glaube so, I'm the doctor. So, vertrau mir, ich bin der Arzt. Oder irgendwie so. Ist natürlich viel zu lang. Aber schon mal. Schauen wir mal. Gut, der ruht sich noch. Ja, muss er eigentlich nicht. Der muss sich gar nicht ausruhen. Hier ist halt minus 12, ne? Also. Was macht die eigentlich? Okay. Macht eigentlich nicht viel. Beziehungsweise sie ist halt zum Scouten da. Okay. Lusitaner wollen jetzt auch mitmischen. Fanboys Athen haben was bekommen. Das ist auch dringend nötig hier. Moral, Nahkampfabwehr ist auch ganz gut. Da kann man mit allen Infanterieeinheiten mit Speeren. Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr, Rüstung. Rüstung ist echt gut. Rüstung ist sehr wichtig auch. Ja, mache hier unbezwingbare Hopliten. Verstärkungsrate. Ich mach mal. Verstärkungsrate. Ja, okay. Mache ich jetzt, weil die brauchen das gerade wirklich. Und okay. Ja, ist schon 64, also. Braucht er das nicht mehr. Ich war nur gerade nicht sicher, ob du das mit dem Kommentar zu Fallout ernst gemeint hast. Wir kennen Fallout nicht mal richtig. Und wenn das Gameplay halt genau die richtige Qualität für den Restmüll hat, bringt auch keine Tiere mehr was. Ah, ist ein bisschen hart, ne? Restmüll. Ich meine, egal, ob das Spiel jetzt gut oder schlecht ist, ja, da haben sau viele Leute Arbeit reingesteckt. Also, ja. Gut, Obliten machen wir natürlich wieder. Der ist erst 48, das ist ganz gut. Der wird uns noch ein Weilchen unterhalten. So. Es gibt natürlich auch Publisher wie zum Beispiel EA, die halt eigentlich nur auf Profit aus sind. Aber selbst da, also die Creator und die ganzen Leute, die. Warte. Also, der will dahin. Die ganzen Leute, die damit arbeiten, tun ja trotzdem ihr Bestes. Und die Chefs sagen halt, wo es lang geht.